Diese Sendung wird gesponsert von CMC Markets. Willkommen, liebe Zuschauer, zum DAX-Check. Wir starten auch mit guten Neuigkeiten, denn heute beginnt sie die schönste Zeit des Jahres. Und nein, damit meine ich nicht die Weihnachtszeit, sondern die schönste Börsenzeit des Jahres. Das haben wir gestern von Thomas Bergmann gelernt. Ja. Statistisch gesehen, ich fasse es nochmal kurz zusammen, ist es nämlich so, dass ab dem 15. Dezember bis so zum 8. 9. Januar der DAX in den letzten Jahrzehnten so 3% auf jeden Fall zugelegt hat. Genau. Das würde jetzt ab heute zählt sozusagen. Und wir haben ja auch fundamental ein bisschen Rückenwind bekommen. Zumindest sieht es danach aus, dass die Anleger positiv auf die gestrige Zinsentscheidung der Fed reagieren, oder? Genau. Also gestern kam die Entscheidung, dass man ja den Zins in Amerika erhöht. Das war so erwartet worden. Etwas überraschend kam die Ankündigung, dass man im nächsten Jahr wahrscheinlich dreimal den Zins anheben will. Bisher hatte man mit 2 Zinserhöhungen gerechnet. Wobei muss man erstmal abwarten, inwieweit Trump seine Ankündigung wahrmacht und die Fiskalpolitik so hin ausgestaltet, dass er eben massiv massiv investieren will. Muss man mal abwarten, ob das auch wirklich so kommt. Ich habe da meine Zweifel mit den 3 Zinserhöhungen. Aber okay, es ist zumindest ein gutes Zeichen für die US-Wirtschaft, dass sie sehr robust ist. Also von daher überrascht mich die Interpretation in Deutschland jetzt nicht, dass wir eben über die Marke von 11.300 Punkte steigen. Wie gesagt, es ist weitestgehend alles so erwartet worden. Und ob 2 oder 3 Zinserhöhungen, das schadet dem Markt jetzt nicht. In Europa schaut es anders aus. Draghi wird die Zinsen lange niedrig halten. Wir sind ja beim DAX auf Jahreshochniveau, deswegen macht es natürlich Sinn, sich mal längere Zeitfenster beim DAX anzuschauen. Wir sehen hier die letzten 3 Jahre und man muss jetzt kein Charttechniker wirklich sein, um zu erkennen, dass wir uns hier an die Hochpunkte aus dem Jahr 2015 langsam ranpirschen. Genau, das ist 11.380 war das Schluss, wir sind da nahe dran. Dann eben im Bereich 11.860, 11.9, das wäre so die Marke, wenn wir auch darüber hinausschießen. Natürlich, wir werden in dieser Steilheit jetzt hier nicht nach oben durchgehen. Es wird mal leicht konsolidieren, vielleicht auch mal ein paar Punkte zurückgehen. Aber grundsätzlich ist die Tendenz natürlich nach dem Ausbruch aus dieser Range positiv. 11.430 hatten wir immer wieder gesagt, ist das erste Ziel durch das Auflösen dieser Trading Range. Und wenn wir das geschafft haben, das wäre gleichbedeutend einem neuen Kaufsignal. Dann könnten wir durchaus im nächsten Frühjahr vielleicht sogar die 11.18, das wäre so das Szenario für die nächsten Wochen. Und nach unten hin, auf was müssen wir da nochmal ganz besonders achten? Ja, die 11.000-Punkte-Marke ist rein psychologisch natürlich wichtig und die 10.8, das alte Ausbruchsniveau, das ist eine weitere wichtige Unterstützung. Jetzt meinst du ja 10.11.430, 10.45 so im Maximalfall, das ist aber ein bisschen weniger als diese statistischen 3%. Wir waren gestern bei 11.250 etwa im Schluss. Lass uns 3% drauf, dann sind wir bei 11.5, 11.6. Ja, aber kann man mal so im Hinterkopf, aber wir wollen natürlich realistisch bleiben. Das ist natürlich schöne Überraschungen sind natürlich besser als schlechte Überraschungen. Genau. Ich nehme an, die Long-Position läuft natürlich nach wie vor schön. Klar, wir sind jetzt im Bereich 15,50 Euro. 11.30 war der Kaufkurs, also wir nähern uns der 40% Gewinnmarke. Ich würde es laufen lassen. Wir werden wahrscheinlich heute mal, sollte es weitergehen, den Stopp nachziehen beim Aktionär auf der Online, auf der Website. Ja. Alles klar. Ganz herzlichen Dank, Thomas, für die Einschätzung. Und ja, liebe Zuschauer, schön, dass Sie mit dabei waren. Morgen gibt es natürlich auch nochmal einen DAX-Check. Diese Sendung wird gesponsert von CMC Markets.